um den Flächeninhalt einer Ellipse mit großer Halbachse A und kleiner Halbachse B zu berechnen, wählen wir zuerst ein Bezugssystem, so dass der Ursprung des Bezugssystems mit dem Zentrum der Ellipse übereinstimmt. In solch einem Bezugssystem hat die Ellipse als kartesische Gleichung x² auf a² plus y² auf b² gleich 1. Wir lösen diese Gleichung nach y auf und finden so, dass y gleich ist zu plus minus b auf a mal die Quadratwurzel aus a² minus x². Für unsere Aufgabe reicht es, die obere Halbellipse zu berücksichtigen, das heißt alle Ellipsenpunkte, für die die Ordinaten y positiv sind. Was also bedeutet, wir berücksichtigen plus b auf a mal diese Quadratwurzel. Die Funktion f, die wir integrieren werden, hat also als analytischen Ausdruck f von x gleich plus b auf a mal die Quadratwurzel aus a² minus x². Und der Graph dieser Funktion ist effektiv diese obere halbe Ellipse. Was wir jetzt berechnen werden, ist der Flächeninhalt von dieser Viertelellipse. Und den werden wir dann zum Schluss mit 4 multiplizieren und so den Ellipsenflächeninhalt erhalten. Um diesen Flächeninhalt zu berechnen, müssen wir also das Integral von 0 bis a von dieser Funktion b auf a mal Quadratwurzel aus a² minus x² dx berechnen. In den Tutorials Stammfunktionen berechnen 0,16 und Stammfunktionen berechnen 0,17 haben wir auf 2 verschiedene Arten bestimmt, dass man eine Stammfunktion von dieser Quadratwurzel so schreiben kann. Die Konstante b auf a ist als multiplikative Konstante aus dem Integral rausgeflogen. Jetzt müssen wir nur noch diese Stammfunktion variieren lassen von 0 bis a. Das heißt, wir ersetzen zuerst hier drin x da, da und da durch a, so erhalten wir eine Zahl. Dann ersetzen wir hier drin x da, da und da durch 0, so erhalten wir eine zweite Zahl. Und diese zweite Zahl ist von der ersten Zahl abzuziehen. Schauen wir, was wir erhalten, wenn wir x durch a ersetzen. Dann haben wir a² halbe mal Arcosinus von a auf a. A auf a macht 1 und Arcosinus von 1, das ist Pi halbe. Plus a halbe mal Quadratwurzel aus a² minus a². Das macht aber 0. Also dieser zweite Term entfällt. Jetzt ersetzen wir x durch 0. Dann ergibt das a² halbe mal Arcosinus von 0. Arcosinus von 0 ist 0, also entfällt dieser Term. Und hier erhalten wir 0 halbe mal Quadratwurzel aus a², also wieder 0. Auch dieser Term entfällt. Von dieser Rechnung bleibt also letztendlich nur übrig a² halbe mal Arcosinus von 1, das heißt a² halbe mal Pi halbe. So. Diesen Bruch kann man noch kürzen und wir erhalten somit, dass der Flächeninhalt von dieser Viertelellipse Pi mal a mal b geteilt durch 4 ist. Also ist der Flächeninhalt von der gesamten Ellipse 4 mal diese Zahl, das heißt Pi mal a mal b. Eine kurze Schlussbemerkung. Wenn die Ellipse so ist, dass a und b denselben Wert haben, dann ist die Ellipse ein Kreis mit Radius a oder auch mit Radius b. Das ist ja dieselbe Zahl. Der Flächeninhalt dieser ganz besonderen Ellipse wird dann also berechnet durch Pi mal Radius mal Radius.
Das stimmt also dann mit dem Flächeninhalt des Kreises überein, Pi mal Radius im Quadrat.